Willkommen zurück zu Yakuza Zero, dem Spiel, wo wir immer noch versuchen, irgendwie Alkohol für irgendwelche Penner zu kaufen. Und wir andauernd von irgendwelchen komischen Möchtegern-Banditen überfallen werden. Man möchte eigentlich meinen, dass das nicht so viele sind. Ich denke, macht die Yakuza wirklich was mit ihrem Schutzgeld? Also, das ist so eine Grundfrage, die ich mir immer gestellt habe. Ich meine, diese Schutzgeldbezahlung, das kenne ich schon aus als alten Comics. Nee, nicht Comics, aber wie ist es denn? Bei den Gargoyles war das zum Beispiel, glaube ich, das erste Mal. Das ist so eine Animationsserie von früher. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen die Gargoyles. Auf jeden Fall, da gab es auch schon die Schutzgelderpresse. Ich habe mich immer gefragt, ob diese Schutzgelderpresse, die so typisch Mafia-mäßig ist, ob das ernst gemeint ist mit den Schutzgeldern. Das ist ja eine Sache, dass sie Geld rauspressen, aber schützen die wirklich vor? Also schützen die nur vor anderen Gangs, die in das Gebiet kommen, oder schützen die tatsächlich vor täglichen Bedrohungen? Also kümmern sie sich im Nachhinein darum? Also ist es was wert? Warum ist denn die so eine lange Schlange? Das gefällt mir gar nicht. Ist Schlange stehen typisch japanisch? Was ist diese lange Schlange für? Das könnte irgendwas ernsthaft sein. Ich sollte rumfragen. Hier fragen wir nicht, kleinen Jungen, der weiß bestimmt Bescheid. Hey Kind, was? Ja? Was ist hier los? Warum warten die so bei dir? Willst du auch einen? Ich bin sehr, es tut mir leid, aber sie haben gesagt, ich krieg den letzten, der im Lager ist. Worüber redest du? Landing Officer ARAQ3, was? ARAQ, was? Secret Code, na. The newest game, achso, ein Spiel. Short for Akuro 3 Quest for the Quantum Quill. I can't wait to read the instruction manual on the way home. Das bringt Erinnerungen hoch. Ach, da hinten ist es ja auch ein Dings. Das hat man früher tatsächlich gemacht. Man muss dazu sagen, früher waren Handbücher einfach dicker. Obwohl es auch nicht immer ist. Man beschwert sich immer viel gern darüber, dass das heutige Spiel nur so ein Pamphlet haben, wo quasi null Information drin steht. Es gab früher schon Spiele, die kein echtes Handbuch hatten. Also zum Beispiel das StarCraft 1 Handbuch hatte zum Beispiel eine lange Liste mit Backstories und Hintergrundstories in den einzelnen Fraktionen. Oder das Empire Earth Handbuch war auch legendär. Das war einfach mal ein 200-seitiges Buch. Da stand richtig viel Daten drin, aber na gut. Und ich davon gehört. Leute stehen hier wirklich nur an, um ein Videospiel zu warten. Ja, das ist das beliebteste Spiel in Japan. Ich habe es mit meinem Vater gesucht, aber die waren überall ausverkauft. Ja, dann hat mir mein Kumpel erzählt, dass dieser Platz eine neue Packung heute gekriegt hat. Also habe ich mir mein Geld geschnappt und jetzt bin ich hier. Ich bin nur rechtzeitig hier, um das letzte Reservierungsticket zu kriegen. Das wird das beste Spiel sein, das jemals gemacht wurde. Die Zeiten sind seltsam, wenn es so schwierig ist, ein Spiel zu kaufen. Danke für die Info. Bye, Mister. Haben die anderen mir noch was anderes zu erzählen? I'm dead. Was? Man on the clock? Er hat sich von Arbeit rausgeschlichen? Blöd. Was hat er denn ab für first thing this morning? I'm going to be first thing. Lol, was? Ist er heute Morgen hier eingestellt? Wer ist er hier, der Langhaarige? No cutting line, Paul. You have to play by the rules and get the back. Okay. Egal. Lol. Das ist trotzdem vorgedreht. Großartig. Das ist ganz schön eng, der Laden hier, ne? Also die Rahmennudeln, das ist üblich für japanische Dinge, dass es so eng ist. Also ich kenne das tatsächlich von meinen China-Laden bei mir in der Stadt. Also das ist der Asia-Laden. Die sind aber, glaube ich, Vietnamesen. Das ist auch mal alles so eng gepackt. Da steht doch immer über Kisten rum. Das gibt mir übel einen Zopf. Was soll denn das immer? Ist das so? Ich meine, den Platz hätten die eigentlich. Die tun mir Boost weg. Ja, ich muss vor allem Boost kommen. Was, Don Quixote? Warum nehme ich denn Don Quixote? So, er hat lauter Tränke. Ah ja, könnte er lauter Tränke. 7-Up, Mountain Dew? So, was machen wir für ein Set-Up-Session? Weil es ein Safe-Set. Ja, gut, großartig. Na gut, Malz, Carlsberg, Bier. Ah, Malz sieht doch auch als Bier, oder? Aha. Gold Champagner, der möchte nur heute normalen Champagner haben, ne? Ja, arigato. Noch 3 Slots frei, ne? Und der hat, was hat der noch, Alter? Was? Wabba für ein Auto, für ein Pocket Circuit, Castle of the. Kost 2. Power Gears? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das hier noch für irgendeine andere Quest brauche. Warte, aber kann ich die ganzen Scheiße kaufen? Das zählt in einem anderen Inventar? Ich hab gerade das Geld und das ist. Ledergürtel, Protective Amulett. Baseball Shirt. Binding, das ist ein Protective Stomach Area. Salz! Ich kann Salz kaufen, großartig. Kann das Salz werfen? Ja, Alien Suit.
Ah ja, okay, gut. Was hat er nix? In Getränken? Ich suche immer noch mal meinen Scotch, ne? Gut. Na ja, dann, so. Yay! Please come again. Ja, großartig. So, mal gucken, was für so die neuen Dinge, die ich jetzt gekauft habe, ob die irgendwas wert sind. Inventory. Components? Achso. Ah ja. Also solche Sachen kann man immer schon vorher kaufen. Das ist natürlich nützlich zu wissen. Telefonkartalbum? Das ist wahrscheinlich, wir können View Cards picked up. Ich habe keine Ahnung, was Majima ist übrigens. Aber ich nehme an, das ist der Typ mit der Augenbinde, ne? Von dem Cover. A Status of Art Parchers. Das ist ja up to 10 Characters. Wow. So, Equipment, warte mal. Krieg ich ja nicht. Warum habe ich eigentlich meinen zweiten Accessoire-Slot nicht belegt? Achso, weil ich ja. Bit of protection, enough to give you a peace of mind. Was das hier ist, ist weiß ich mit der Sound, weil der Telefonkarte ist hier. Ah, das ist ja cool. Achso, das ist. Ah! Das ist schon viel hier, weil. Das ist nicht aber. Okay, Defense ein bisschen. Okay. Also das ist das Ding, was ich in der Quest gekriegt habe, macht auf jeden Fall deutlich mehr Schutz als andere. Ach, jetzt kann ich hier verschiedene Waffen ausrüsten, ne? Das Ding, wo wir Players nice, das ist gut. Ja, der hat nur 15 Schläge? Das ist ja ärgerlich. Ha, na gut, aber ich habe immer noch nicht alles, was ich brauche, ne? Ja, sehr ärgerlich. Also kommen wir irgendwie nie zusammen. Wir brauchen immer noch Scotch und irgendwas anderes. Aber immerhin haben wir jetzt Champagner. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob mein Dosenbier jetzt genug ist. Was ist hier los? Ist das denn hier schnell? Komm over, Loser. Das ist das Kind, das ich verstreamen will. Hast du das Spiel gekriegt? Oh, Mister. Stimmt was nicht? Der Typ hat es gestohlen. Das heißt, dass es ist. Ja, hier ist auch ein Date at me in Hand over. Er hat den ganzen Morgen gewartet und jetzt hat er den ganzen Geld dafür gespielt und jetzt ist es weg. Nein, oh. Akio, okay. Also er hat vorher noch gesagt, dass für kleine Kinder zu stehen, das ist nicht besonders, wie gesagt. Ich hole dir ein Spiel zurück, Akio. Finde ich mir ein. Zeig zum Rückgrat, zeig mal zum Rückgrat, zeig mal so ein bisschen Rückgrat hier, kleiner Mann. Und warte hier auf mich. Thank you, Mister. Mister? Das heißt, den könnte man auf Torwart's Pink Street was Akio sagen. Na gut. Kann ich noch was fragen, wenn ich schon mal bei bin hier? Ja, ich will nicht mehr weinen. Okay, die Pink Street, kenne ich die nicht? Also, das ist ja nicht weit zum Glück. Sollte das wirklich mal eine einfache Nebenquest sein, wo ich einfach nur schnell jemanden verprügeln muss? Nee, das sieht nicht so aus wie der Typ. Ist das. Gengomba? Lol. Hat er sich das Spiel klauen lassen? Das ist das Kind, das. Du hast das Spiel, oder? Was ist mit dir los? Ja, mein Adventure kam zu einem plötzlichen Ende. Yep. Lass mich alleine. Ich muss das Spiel zurück zu Akio bringen. Akio, das ist das Letzte, was ich jetzt hören möchte. Vergiss es! Was? Menacing Man? Das ist nicht nur ein Highschool-Kid? Vielleicht nur mal zu sagen, dass der andere Typ ihn da geklaut hat, oder? Was, der hat mich geschlagen? Haha, das Schöne ist, dass ich mich immer heile, wenn ich, dieser kleinen Abstandssequenz heilt man sich immer einen Tick. Dirk, Slimy Highschooler. Mister. Akio. Ich hab gerade den Typen gekriegt, der ein Spiel hat. So, gib ihm das Spiel zurück. Ich hab das Spiel nicht mehr. Gib auf. Ich will dich nicht nochmal schlagen. Gib mir das Videospiel. Ich sag's dir doch, ich hab das Spiel nicht. Ich wurde gerade beklaut von einem besseren Dieb als ich. Du wirst auch beklaut? Ja. Dieser Typ von der Street Gang Gangmember. Der Typ war gerade hier. Na, großartig. Ja. Ich könnte zu Hause sein und A3 auch leveln. Jetzt hat es der Typ, der nicht mal ein Fan ist. Dein A3, das war nicht deins. Du hast ein kleines Kind überfallen, das ist.
und schreist wie ein kleines Kind, wenn du selber überfallen wirst. Wie lächerlich ist das denn? Wenn du dein Lexio das nicht gelernt hast, willst du noch eine Klasse haben? Ah! I'm already out of life, sorry, man, aber hier. Ah, direkt ist er. Dann wäre ich Arke, wir kriegen dein Spiel schon. Okay, bist du. Schön. So, der Typ, der das Akio dann hatte, wurde bei irgendeinem Banditen überfallen. Ja, in diese Richtung anscheinend. Die Typen schon wieder hier. Delikvent. Ein Protesten hinter deinem Typ da hinten auf. Ich weiß übrigens nicht, was diese Tritte eigentlich bringen sollen. Die kommen mir immer so langsam vor. Ja, alles dein Fehler. Ja, in der Tat. Vielleicht kommen wir ja noch in irgendwelchen Läden vorbei, die mir vielleicht irgendwie mal was verkaufen. So, wo ist denn der Typ hier? Da. Wurde er auch gerade überfallen? Ist das nicht? Bis später, Verlierer. Verdammt! Wurde er gerade von Yakuza überfallen? Kein Zweifel, das ist der Typ, der das Spiel geklaut hat. Von Akio. Hey, hast du nicht das Spiel geklaut? Was? Wer soll das Akio? Was? Selbst wenn ich was getan hätte. Das ist, ich habe meine Chance gesehen und hab es mir geschnappt. Hier. Na, du hast es. Du hast den Typen ausgeraubt, der Akio ausgeraubt hat für das Spiel. Ich verstehe es nicht. Vergiss es. Gib mir bloß das Spiel zurück. AQ3, da ich will nicht ein Wort darüber hören. Ich werde dich kaputt hauen. Mit dem Messer, das finde ich nicht gut. Kann ich den mit meinen. Leider hält mein Umbrella nicht so lange. Ah, sieht sehr witzig aus. Ich würde gern noch mehr davon kaufen. Von den Regenschirmen. Ritzt sich der Regen schon wieder? Ich hätte gerne eine haltbare Nahkampfwaffe. Grrr. Sieht aus, als würde ich kaputt getreten. Ja, Mister. Hey, Aki, ich habe gerade den Punk gekriegt, der den anderen Typen dein Spiel geklaut hat. Verstehe ich nicht, aber das ist großartig. So, gib ihm das Spiel. Ja, tut mir leid, aber das Spiel wurde geklaut. Das Spiel nicht. Los, gib den Jungen das Spiel. Ernsthaft, es ist wirklich weg. Irgendein Arschloch hat es. Hab mich bestohlen. Du wurdest auch beklaut. Ja, dieser Yakuza-Typ hat mir eine Waffe vorgehalten und hat mir das geklaut. Na großartig. Yakuza-Typ? Du meinst der Typ, der gerade hier war? Na großartig. Ja, was ein schlechter Tag. Der Yakuza-Typ sah ziemlich dick aus. Und der ist wahrscheinlich nicht mal ein Fan. Das hat der andere auch gesagt. Das Spiel war ein vor drauf. Ah! We steal from a kids and cry a little when we get more. Das ist ja. Ja, willst du noch eine Runde? Nein, das kriegen wir dein Spiel schon, Akio. Keine Angst. Keine Angst, Akio, wir kriegen dein Spiel. Okay, Mister. Yay. So, also, der Dieb, der Akio Sache 3 geknüpft, wurde von einem anderen Straßengangster überfallen. Der wiederum hat sich von Hard-S Yakuza überfallen lassen, der Richtung Tahibulo hatte gewandt. Mein Kopf tut weh. In der Tat. Bin ich immer gespannt, wie krass dieser Hard-S Yakuza ist. Oder ob der gleich von, keine Ahnung, Immobilien-Investmentbanker überfallen wird. Oder ob es der jetzt einfach hat. Warte mal, da war doch gerade hier. Ich habe gerade einen Beep gehört, oder? Aha. Aha. Ja, das sind also diese Telefonkarten, okay. Low-Level Yakuza. Finally mine. Ah, AQ2. My quest is complete. Also, deine Mission ist. Hey! Das Spiel gehört dir nicht. Nee, das Spiel, das du da hast. Hey, was bist du denn? Du bist einer von diesen Verlierern, der das Spiel nicht kriegen könnte? Tja, Pech gehabt. Siehst, das Spiel gehört nur mir. So, wenn du leben willst, dann geh, komm schon da. Und versuch gar nicht erst einen Platz zu finden, der das findet. Find bloß irgendeinen Idioten, der es gekauft hat und klau es ihm. Ah, Verbrecher, der Letzte. Was ist bloß aus dieser Welt geworden? Was sagst du, Boy? Das Akura, ich hol's mir zurück. Take back, tu nicht so, als wäre es dein Spiel. Sei still, es ist kompliziert. Du bist ein AQ3-Hunter as well. Na, Playtime ist auch bei. Welcome to the Doom. Er hat eine Pistole.
Ganz schön gefährlich. Gut, dass ich kugelsicher bin. Weil Typ einfach nie zum Schießen kommt. Aua. Warte mal. Hey, der schickt mich. Ich hab das leider keine Ahnung, wie man so eine Pistole benutzt, ne? Muss man mal zielen? Also wenn ich rauskriege, meine Pistole benutzt. Okay, warum die Typen einfach ganz normal um? Das wird langsam so lächerlich hier. Ah, dann Health Boost. Wie verhält mich denn das hier? Oh, nicht so viel. Halt Pistole selber niemals. Auf mich zu schießen! Er macht mich ganz schön fertig, der Typ, ne? Ich sehe schon, ich muss mal wieder neue Haltung hier kaufen. Kann ich ja nicht Kugel abpumpen? Oh. Verwendet auch den Waschsalber, oder? Ah, jetzt. Oh, 1,7 Millionen. Naja, immerhin. Ach, so eine Pistole ist schon irgendwie. Nein, das kann nicht sein. So, ich nehme dieses Spiel. Nein, ich brauche das. Nein, das war niemals deins. Ich bitte dich an. Mein kleiner Junge will das wirklich spielen. Dein Sohn? Ja. Meine alte Dame hat mich verlassen und hat ihren Sohn mit sich genommen. Er hat dieses ARQ-3-Spiel schon immer gewollt, seit er es auch wohl gelesen hat. Wir haben überall geguckt, aber es war nicht zu finden. Ich wollte nur, dass mein Junge glücklich ist. Bitte, ich bitte dich an. Kann ich es bitte haben? Ich krieg das mit jetzt. Ah, ich kann das nicht tun. You probably don't know this, but a little girl saved upside down and went through a lot of trouble. Ja, ein kleines Kind hat jede Menge Geld gespart und hat das letzte Spiel gespielt. Ich will kein kleines Kind überfallen. Ich habe es von irgendeinem komischen Typen überfallen. Das ist richtig. Du hast das Spiel von einem Punk gekriegt. Wie hat das mit einem kleinen Kind? Long story short, you took Q3 from a wannabe Punk, would look at from a high school bully. Also von einem Punk, der es von Highschool-Typen geklaut hat, der ist dann von dem kleinen Kind geklaut. Mein Kopf tut mir weh, das ist, wenn ich nur darüber nachdenke. Ah, okay, das ist alles, was passiert. Okay. So, und ich komme jetzt zurück zu dem kleinen Kind, um es in recht respektvollen Besitz zu geben. Es tut mir leid. Ich gebe diesen Kind zurück, ne? Wenn das alles dafür war, ein kleines Kind zu kreien zu machen, dann ist es, was für ein Monster bin ich bloß geworden. Ich dachte, ich könnte meinen Jungen glücklich machen, wenn ich es von jemand anders schiele. Ich war falsch. Das Ding ist, es ist wahrscheinlich sein Sohn, wa? Wie soll ich bloß ein guter Junge sein? Zu meinem kleinen Jungen. Akio, wie das hier. Wait, was? Hi, Mister. Perfect timing. Akio, ich habe dein Spiel zurückgekriegt. Yay, Wheelie, yippie. Hey, Akio, ist das mein Akio? Oh, hi Papa. Daddy. Lol. Die Typen sind verwandt. Das ist richtig. Kennst du diesen Mann, Papa? Ja, man könnte das sagen, sicherlich. So, Freund, das Kind, das du hast mir wohl erzählt, dass das ja Akio, das war Akio, was er mit seinem eigenen Geld gekauft hat und ich hab's versucht zu stehlen? Tja, das ist so, wie es läuft. Warum hast du nichts Papa gesagt, Akio? Also, das hättest du tun müssen, wäre zu sparen. Ich würde dir das Geld geben, um ARQ3 jederzeit zu kaufen. Weil Mama immer böse auf dich ist. Weil du so viel Geld fürs Golfen ausgibst und Go-Karts und Spiele und generell überhaupt. Ich wollte nicht, dass Mama böse wird, weil du Geld für mich ausgegeben hast, Papa. Also habe ich versucht, selber zu kaufen. Oh, Akio. Mister, Papa sieht ein bisschen angsteinflößend aus, aber er ist ein wirklich, wirklich, wirklich netter Mann. Du solltest ihn kennen. Er hat mich zu vielen Spielläden geschleppt und in den anderen Tagen hat nichts gefunden. Ja, Papa lebt nicht mehr mit Mutti und das ist
glaube, er ist einsam. Bitte sei befreundet mit ihm. Ja, dein Papa hat mir geholfen, das zurückzuholen. Ja, wirklich toll, Papa. Ja, ich habe es in meiner Art und Weise getan. Möchte ich, dass du nochmal weinst. Sei vorsichtig, wenn du nach Hause gehst mit deinem Spiel. Danke, Mister. Tschüss. Oh, süß, oder? Thank you. Das ist thank you for teaching us for the lesson. Ja, da. Das hier, weil du mir. Das als Entschuldigung, oder weil du mir eine Lektion erteilt hast. Wie auch immer, hier habt das. Ich hab Sunburst gekriegt. Hey, ein Schwert! Ja, jetzt ein guter Junge, nicht nur. Ja. Immer nett zu Kindern sein, genau. Ja, hab ich verstanden. Ja, wunderschön. Papa! Er braucht Hilfe, um nach Hause zu finden. Mit meinem großartigen Ratschlag wird das, wir sind wieder Schlangen, die machen Umwege. Ja, zu diesem komischen Demon Lord in Notar. Das ist wie ein Spiel so gespielt werden sollte. Yay, Arakuri Quest. Wir sind ganz gut darin im Substory sammeln. Obwohl es wahrscheinlich gibt's einfach nur so viel, dass wir über jede rüberfallen. Das Ding ist, ich habe gerade ein Schwert gekriegt. Was ist denn los? Das Schwert hat nur 22, das kann er close with light as bright as the sun rising at dawn. Ah, es hat nur eine bestimmte Anzahl Benutzung, das ist ja doof. Ich habe übrigens keine Ahnung, wann eine Pistole nutzt. Also, kein Plan. Also, es wäre bestimmt total gut, aber wahrscheinlich feuert die Pistole mega langsam. Vending-Maschine, kriege ich hier noch was raus? Nee, warte, ich wollte doch... Nein, ich will Träume rausholen. Eine Dream-Maschine. Für nur 100.000 Yen kannst du Träume rausholen. Ich habe 100.000 Yen bezahlt. Toll. Hatte ich nicht schon eine? Aber Hauptsache, ich krieg den automatisch Pistole. Eine Automatic Pistol? Ja gut, also. This is a common among dozens of the underworld. Ah ja, die ist sogar besser als meine. Das Ding ist, wie ist eigentlich das. Die Japaner, wie stehen die eigentlich zu Waffen? Ich dachte eigentlich, die Japaner haben da eine relativ harte Geschichte, was den Umgang mit Schusswaffen angeht. Na gut, wie muss sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Yakuza Zero. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.